Meterhohe Flammen am Himmel, dicker schwarzer Rauch und immer wieder Explosionen. Ein gewaltiger Brand zerstört diese Ölraffinerie in Indonesien. Bilder aus den sozialen Netzwerken zeigen, wie Menschen panisch flüchten. Und sie zeigen vor allem, wie gewaltig die Flammen wüten. Etwa 1000 Menschen aus der näheren Umgebung der Provinz Westjava, etwa 230 Kilometer östlich von Jakarta, werden evakuiert, mindestens 20 verletzt. Auch Häuser in unmittelbarer Nähe zur Raffinerie werden zum Teil schwer beschädigt. Bilder am Morgen machen deutlich, wie verheerend der Brand ist. Noch immer ist er nicht unter Kontrolle. Auch ist noch überhaupt nicht klar, was zum Feuer und der Explosion geführt haben könnte. Allerdings gab es kurz vorher ein starkes Unwetter. Indonesische Medien spekulieren, dass ein Blitzeinschlag zur Katastrophe geführt haben könnte. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.